Hallo ihr lieben Leute von heute und herzlich willkommen zurück zu Let's Play. Ich kann es eigentlich jetzt Let's Play, würde ich nennen. Castlevania Symphony of the Night. Ein Ending haben wir sowieso schon gesehen, deswegen ein Let's Play ist es jetzt schon so oder so. Und jetzt werden wir uns dorthin begeben, bevor es mir gegraut hat. Nämlich... Alter! Habe ich mein Schild eigentlich ausgerüstet? Ja, habe ich. So, du bist schon mal dead. Oh, shit. Stehen bleiben, nicht versucht auszuweichen, ist okay. Aber man merkt schon, dass ich jetzt wirklich sehr viel stärker geworden bin, dass die Gegner jetzt nicht mehr so das Problem sind. Weshalb wir auch eigentlich dann im Kolosseum besser zurechtkommen sollten, als ursprünglich es war. Als wie es ursprünglich war. Ich kann einfach kein Deutsch. Es ist schlimm, es tut mir leid. Wirklich, wo muss ich jetzt lang? Ich muss hier irgendwie ein bisschen weiter nach unten. Tschö, ich will nicht gegen dich kämpfen. Tschö, ich will einfach nicht... Meine Bibel! Ich meine, die Uhr war ja auch nicht schlecht, wie wir gesehen haben, aber... Naja. Nee, nix da! Bleib bloß weg, du scheiß Schwert. Wie es mir einfach mal gefolgt und mich tot sehen wollte, ne? Frechheit. Genau. Jetzt bin ich wieder da im Kolosseum. Da hinten gab es auch noch einen Bereich zu erkunden, aber wir gehen jetzt mal zuerst hier hin. Das war jetzt ein bisschen sehr tief. Wo war jetzt der Safe Room? Der war eine Etage weiter oben gefühlt. Genau, deswegen speichern wir erst noch mal eine Runde. Dann sind wir auch voll. Und dann geht es uns wunderprächtig. Ach man, Leute, was ich hier nicht alles für euch tue, ne? Dass wir uns alle Endings angucken können und sowas. Unglaublich. Hier war ich auch noch nicht. Tja. Wer stärker ist, ist halt stärker, ne? Okay, hier kann ich wirklich drauf stehen. Aber hier geht's halt auch nach unten. Keine Ahnung warum, aber es geht hier halt nach unten. Und was ist hier? Ach, hier ist dieser böse Raum. Hier waren wir doch an sich schon mal auf jeden Fall. Kommt mir so bekannt vor. Ha. Okay, Frage. Wie beschwöre ich nochmal die Geister? Vielleicht klappt ja der Zauber wenigstens vernünftig mal. Links, rechts, oben, unten. Das ist easy. Links, rechts, oben, unten. Was? Wow! What the fuck is going on? Links, rechts, oben, unten. Ach, geht doch. Links, rechts, oben, unten. Ja, okay. Klappt mit den Geistern jetzt nicht so gut. Im Video sah es irgendwie ganz anders aus, dass da mehr Geister rauskommen. Aber vielleicht wird die Fähigkeit noch gelevelt, vielleicht auch. Ich weiß es nicht. Das wollte ich gar nicht. Ich wollte auf die Karte gucken. Noch ein Treppenhaus. Also ich nenne es zwei Treppenhaus, ne? Ah, das verbindet den Bereich mit dem anderen. Das ist gut zu wissen.
Oh nee, nicht der. Was? Geht doch. Dann sind wir auf jeden Fall jetzt hier am anderen Ende und beim anderen Speicherraum. Ist der weiter oben? Ist der hier? Ja, hier ist der andere Speicherraum. Gut. Eben nochmal aufgeladen. Also auf jeden Fall ist der Bereich hier verbunden. Und wahrscheinlich finde ich hier unten irgendwo die Sonnenbrille. Also die Brille von Maria, besser gesagt. Muss ja keine Sonnenbrille sein. Wenn ich die nicht finde, kann ich aber das gute Ending auch gar nicht kriegen. Ja, egal, ob ich den Grünen besiege oder nicht. Wäre also schlecht. Warte, habe ich falsch gemacht. Wie geht's nochmal mit den Geistern? Achso. Links, rechts, oben, unten. Doch nur was, okay. Schildrot. Was ist denn ein Schildrot? Extra effektiv mit Schild. Sieht jetzt nicht so aus. Es gibt mir, okay, einen weniger Angriff. Das wäre jetzt nicht so schlimm. Aber dafür 4 mehr Verteidigung. Was? Ja, doch. Er scheint mir aber relativ langsam zu sein. Weiß ich nicht, ob das so gut ist. Aber mehr Verteidigung ist natürlich nicht schlecht, ne? Also nehme ich mit. So ist nicht. Bin ich hier fertig? War echt nur so ein Bonusraum? Dich kenne ich ja schon, du Gauner, dass du nicht sofort tot bist. Deswegen, auf die Leiche muss man immer noch mal einschlagen. So viel ist sicher. Haha. Meine Güte. Anscheinend gibt es hier viele Treppenhäuser. Nee, jetzt bin ich einfach nur wieder hier oben. Hier war ich also doch schon. Sah mir so komisch aus. Och, Sachen im Wasser. What the fuck is going? Was habe ich da jetzt aufgesammelt? Irgendwas Grünes? Habe ich richtig gesehen? Ja, hier, grüner Tee. Japanischer grüner Tee. Ja, geil. Jetzt kann ich mal einen trinken. Dafür bin ich hierher gekommen. Wo ist die Brille von Maria? Verdammte Scheiße nochmal. Weil ich bin hier unten im Kolosseum nicht fertig. Okay, da hinten beim Safe Room ging es noch weiter. Ein Glück.
Weil nicht, dass Marias Brille da ist, wo ich als Nebel und Fledermaus diesen Mix machen musste, aber trotzdem nicht weitergekommen bin. Ne, das wäre ja schrecklich. Nein, ich bin so doof. Das wollte ich nicht mal. Ich wollte eigentlich wieder die Geister, aber ist okay. Geister, die ich hier beschwören kann, die sind echt nicht stark. Aber vielleicht finde ich dafür ja auch noch eine Verbesserung oder ich level die Fähigkeit, je nachdem. Kann ich ja auch noch mal runter, genau. Sollte ich auch, aber ich will vorher auf jeden Fall mich noch mal heilen, weil ich habe gerade echt verdammt wenig Energie. Ich hoffe echt, dass ich die Brille finde. Weil sonst wäre das extremst scheiße. Vor allem bei grüner Tee muss ich gerade an One Piece so ein bisschen denken. Mh, lecker Tee. Der Tee ist lecker. Alle, die den Anime gesehen haben, werden die Szene garantiert noch in Erinnerung haben und das verstehen, was ich meine. Ich fand's so witzig. Naja, okay. Ich mache hier ein Hinterköpfchen-Part draus. Muss ja nicht jeder Part so lang sein. Und werde mich dann im nächsten Part hier weiter umgucken. Da heißt der Part vielleicht auch grüner Tee oder so. Ich weiß es nicht. Mal gucken. Und ja, wir sehen uns im nächsten Part dann hier weiter um. Und wie gesagt, ich hoffe wirklich inständig, dass ich diese Scheißbrille von Maria finde, dass die nicht da oben in diesem einen Raum ist, wo ich nicht hin konnte. Oder dass ich halt sonst noch dieses... nochmal so einen blauen Öffnungsstein dann hier unten finde für da oben, dann wäre es okay. Aber ich befürchte halt, den gibt es nur einmal. Dass es deswegen nicht funktioniert hat, macht mich total verrückt. Aber naja. Danke fürs Zuschauen und fürs Zuhören und bis zum nächsten Part auf jeden Fall dann, ihr Lieben. Ciao!